mountain so high. If you want to see God, you've got to move on the other side. You stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God. You might not come down. Und liebes Publikum, das ist Celebrate! Und das hier ist Julia. Und liebes Publikum, das ist Steffi.
Wir zwei beide werden Sie wieder charmant, aber kompetent durch den Abend führen heute. Und es wird wieder ein bunter Mix aus den unterschiedlichsten Musikstilen und Epochen auf Sie warten. Genau, und das beweisen wir auch gleich mit den ersten beiden Stücken. Zweiten beiden, das erste war ja schon. wir starten im Jahr 1974 in England mit dem Durchbruchssong der Band Queen. Das war nämlich Killer Queen. Und danach springen wir ins Jahr 2019. Genau, möglicherweise war der Sänger der Band Anne-Mai Kantereit mit so einer Killer Queen liiert. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde sein Herz gebrochen, was er in dem wunderschönen Song Ozean verarbeitet, den wir für Sie singen werden. Viel Spaß. Scheiße, nicht nochmal begegnen.
Wie Sie sehen, gehen die ersten schon wieder. Nein. Also, es verlässt uns jetzt ungefähr die Hälfte des Chores. Naja, genau genommen ein Viertel. Wie Sie sehen, wir brauchen immer Verstärkung im Tenor und im Bass. Also, wenn Sie Interesse haben, immer gerne. Wir proben immer mittwochs. Genau. Und jetzt singt nämlich nur der Sopran und der Alt für Sie, Fuck You, entschuldigen Sie bitte, von Lily Allen. Im ersten Moment klingt es recht vulgär und gemein, aber es ist einfach eine bittersüße Abrechnung mit Homophobie, Engstirnigkeit und Vorurteilen. Aber Steffi, wir haben noch was vergessen. Haben wir? Haben wir. Leute, die schon öfter bei uns auf dem Konzert waren, haben total unsere Umfrage am Anfang vermisst. Ne? Da wollen wir Sie natürlich nicht enttäuschen. Dazu bräuchten wir gerne einmal ein bisschen Saallicht. Dankeschön. Wir wollen nämlich wissen, wer ist denn heute das allererste Mal auf einem Celebrate-Konzert? Meine Güte. Herzlich toll, willkommen. Toll, schön, cool, dass Sie da sind. Und wer ist denn zum zweiten Mal da? Oh, guck mal, es gibt auch Leute, die wiederkommen. Das ist gut. Und letzte Frage. Wer kennt denn unsere liebe Eva? Fanclub Eva. Auch schön. Ja, für den Fanclub Eva habe ich gleich noch vor dem Lily Allen Stück was. Und zwar singt uns Eva ein sehr schönes Solo. Genau, denn, ich will kurz erklären, für die vielen Leute, die heute zum ersten Mal da sind, bei jedem unserer größeren Konzerte möchten wir auch gerne Leuten aus unseren eigenen Reihen, die besonders musikalisch begabt sind, die Möglichkeit geben, sich hiermit zu präsentieren. Und Eva machte heute den Anfang. Es wird schön. Ich singe ein Lied, das heißt Nimm mich zurück und ist von der ganz tollen Musikerin Anna Depenbusch. Komm her und nimm mich zurück, komm.
ich will dich, ich will dich, ich will dich so. It's getting quiet.
gut. Wir haben ja vorhin eingangs behauptet, dass wir so furchtbar vielfältig sind. Stimmt ja auch. Ja. Neben Rock und Pop und Gospel interessieren wir uns nämlich auch für Filmmusik. In vielen Filmen werden ja Szenen von Hintergrundmusik untermalt. Manchmal sind das sehr lange Szenen, in der wird dann sehr lange geredet oder lange getrunken oder lange geprügelt, was auch immer. Deswegen ist diese Musik oft auch reine Instrumentalmusik und sie ist entweder sehr lang oder sie wiederholt sich sehr häufig. Du meinst, sie spielen denselben Song nochmal? Ja. Glaube ich nicht. Sag mir einen Film, wo das so ist. Na Steffi, weiß doch jeder. Star Wars Episode 4, Eine neue Hoffnung, die Cantina Band. Ja, na dann viel Spaß. Hallo, wir sind der Cantina-Chor. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach rein. Alles klar, denselben Song nochmal. Und los! Geduld. Das können wir sonst den ganzen Abend jetzt machen. Ja, ja. Wie lange haben Sie Zeit? Ja, okay. Also, nach diesem nicht enden wollenden Spaß kommt jetzt wieder ein Herzschmerzthema. Ja, wir singen den Klassiker von den Killers, Mr. Brightside. Da geht es nämlich eigentlich, wenn man genauer hinhört, um Eifersucht und unerwiderte Liebe. Traurig. Ja. Danach kommt wieder was sehr Schönes, da hören Sie Susi, Max, Jonathan und Lucy mit Parkplatzregen. Oder heißt das Lied eigentlich Parkplatzregen? Hören und entscheiden Sie selbst. Ah.
Der Nachmittag im Park ist wieder stark besucht und alle zeigen ihre weißen Beine. Die erste Sonne ist für Mensch und Tier eine Wonne, ja, die Hunde tragen selbst ihre Leine. Sieh nur, die Jogger drehen locker ihre Runden und sie gucken dabei immer gequälter. Da kommt ganz plötzlich ein Gewitter und ganz hektisch räumen alle die Felder. Alle räumen die Felder, komm, komm und gib mir deine Hände. Lass sie an den Rennen, lass uns zwei im Regen stehen. Halt mich fest, denn dann geht es nie zu Ende. Wir überfallen die Parkbank und wir finden uns wunderschön. Dann, 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 dann. Eine Mutter packt die Butterbrote ein und eilig sucht sie mit den Kleinen das Weite. Ja, nur den Rasenmähermann, den macht das nasse Wetter an, der stellt befriedigt seine Mäher zur Seite. Tausend Füße in Sandalen und sie treten den Pedalen, denn sie flüchten vom Wasser. Doch selbst das Joggen hält die Fliehenden nicht trocken und so werden sie wie wir nasser. Und so werden sie nasser. Komm, komm und gib mir deine Hände. Lass die Hände rennen, lass uns zwei im Regen stehen. Halt mich fest, denn dann geht es nie zu Ende. Wir überfallen die Parkbank und wir finden es wunderschön. Lass den Regen, lass den Wind, die wollen doch nur, dass wir alleine sind. Hat sich die Wolkenfront erstmal verzogen, oh. Dann gehen wir beide durch den Regenbogen. Oh, dann komm, komm und gib mir deine Hände. Lass die anderen rennen, lass uns zwei im Regen stehen. Halt mich fest, denn dann geht es nie zu Ende. Wir überfallen die Parkbank und wir finden's wunderschön. Also komm, komm und gib mir deine Hände. Lass die anderen rennen, lass uns zwei im Regen stehen. Halt mich fest, denn dann geht es nie zu Ende. Wir überfallen die Parkbank und wir finden's wunderschön. Traurig, aber war unsere erste Hälfte schon fast zu Ende. Ist ja nur die erste Hälfte, geht ja noch weiter. Also nach den nächsten beiden Stücken gibt es eine ungefähr 20-minütige Pause. Da können Sie sich im Foyer mit was zu trinken oder einem kleinen Snack für die grandiose zweite Hälfte stärken. Genau, und wir schicken Sie in die Pause mit dem Titelsong der großartigsten Serie der 90er. Du meinst Hallo Rita? Nein. Ich wollte mal raten lassen, was ist die beste Serie der 90er? Ja, Friends, alles klar, genau, den Song gibt's. Und davor? Und zuvor gehen wir noch mit Ihnen mit dem Ohrwurm Wellerman auf Walfang. There
once were the ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy of Tea. The wind spilled up and bowed him down, and oh, my body was blow. Ha! Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. She had no head to be from shore, and out on her the right whale bore. The captain called on hands and swore, the deck had made a troll. Ha! Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go.
Dankeschön. Weil das in der ersten Hälfte so gut geklappt hat, machen wir jetzt wieder mit einer Queen weiter. Singen wir etwa denselben Song nochmal? Nein. Jetzt kommt eine tanzende Königin, und zwar die Dancing Queen von ABBA. Wir tanzen also denselben Song nochmal? Ja, genau, wir machen das gleiche wie bei Killer Queen. Und das Praktische ist, das haben Sie auch alle schon gesehen, und deswegen können Sie ja sehr direkt mitmachen, oder? Ja, vielleicht üben wir das ja auch nochmal. So. Deswegen haben wir nämlich auch das hier drin gelassen, damit wir das jetzt vorzeigen können. Und alle müssen jetzt einmal aufstehen. Sie haben jetzt ja getrunken jetzt und gegessen. Genau. Und das ist auch gar nicht so schwer. Nein. Und zwar, wenn gesungen wird, You Can Dance, das heißt so viel wie Du kannst tanzen. Genau. Nehmen wir den, Sie können ruhig Ihren linken Arm nehmen. You can dance. You can jive. Gleich nochmal. You can dance. You can jive. Dann nehmen Sie Ihre Hände hier so an die Seite. Having the time of your life. Und bei einem schönen machen Sie so. Genau. Ich werde jetzt noch nicht zu viel verraten, wie das Lied geht. Ja. Ja. Müssen wir es nochmal üben oder haben Sie das? Haben wir. Genau. Und dann, wenn Sie ganz mutig sind, können Sie auch noch weiter mitmachen. Und zwar See that girl. Watch that scene. Ja, genau, was Sie sagen. Genau. Immer wenn wir das machen, machen Sie das auch. Das genau. Ist gut. Genau, kann man im Sitzen, kann man im Stehen machen, aber wenn die Leute vor Ihnen stehen, haben Sie halt Pech gehabt, müssen Sie darauf stehen. Ja. Ja, ja dann singen los wir dann geht's. Das machen wir, ne? Das machen wir jetzt. Alles klar. Und wir freuen uns drauf. Time of your life. Ooh, see that girl. Watch that.
haben Sie richtig gut gemacht. Ja, ja. Das war richtig, wirklich, schön. Richtig toll aus von hier vorne. Da haben Sie jetzt auch eine Pause verdient. Ich bräuchte nämlich jetzt auch mal ein bisschen was Ruhigeres. Ja, ja. Das passt auch gut. Die nächsten Lieder sind nämlich auch etwas ruhiger. In jedem Jahr haben wir eigentlich auch so ein schön stimmungsvolles, ruhiges, meist religiöses Lied im Programm, meistens ein schön Taizé. Und dieses Jahr möchten wir Sie mit einem Stück aus Südafrika verzaubern, und zwar heißt das Indodana. Genau. So, meine Karten sind völlig durcheinander. Ich muss das jetzt kurz sortieren und dann geht's weiter. Soll ich sonst sagen? Also danach, was sage ich jetzt? Das mit Caro. Ah, guck. Ja. Danach kommt nämlich ein Solo von Caro, die wird begleitet von Nina am Klavier. Ja. Ach, sagst du wieder was? Wir haben das lange geübt. Ja, und danach, wir machen jetzt gleich drei Lieder auf einmal, da war ich nicht mit, habe ich nicht mit gerechnet. Nach diesem schönen Solobeitrag hören Sie dann ein Viertel des Chores. Wer vorhin aufgepasst hat, weiß, wer das jetzt ist. Ja, der Tenor und der Bass. Und die beglücken uns mit dem 70er-Jahres-Song Carry On My Wayward Son. Viel Spaß. Thank you.
möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein König, der lebte mit seinem Sohn in einem Schloss. Das lag in einem Zaubergarten. Und weil der König alt und von der Welt enttäuscht war, war die Mauer so hoch und das Tor immer zugesperrt. Es gibt, sprach der König, keinen besseren Ort, doch die Sehnsucht sprach zum Prinzen, du musst hier fort. Manchmal nachts fällt Gold von den Sternen, du kannst es finden. Genau wie ich, drum bleib in unserem Zaubergarten. Ich geb dir Sicherheit, nur um dich zu beschützen. Ist die Mauer so hoch und das Tor immer zugesperrt. Die Liebe des Königs sprach aus jedem Wort, doch die Sehnsucht sprach zum Prinzen, du musst hier vor. Yeah.
Weil ich habe vorhin in der Umkleide einen total guten Lifehack, wie man eine Krawatte bindet, gelernt und habe aus Spaß gesagt, dass ich das ja heute am liebsten heute Abend Ihnen zeigen würde. Und was ich jetzt aufgegangen ist, mache ich das mal. Also es ist wirklich life-changing. Also man nimmt die Krawatte, legt sie richtig rum, so auf den Unterarm und dann wickelt man einmal, zweimal, dreimal um den Arm und dann nimmt man die mittlere Schlaufe, Sie können das wahrscheinlich nicht so gut sehen jetzt, ne? Aber die mittlere Schlaufe und Vorzeigeffekt. Aber es hat geklappt. Tada! Ist wahrscheinlich so ein Schummelknoten, der nicht so richtig lange hält, aber jetzt habe ich es erst. So, das war jetzt wirklich... Er ist ja auch gar nicht gerade aufgegangen. So, also ja. Jetzt zurück zum Ernsten hier, ne? Sind ja nicht zum Spaß hier. Julia, haben wir eigentlich heute Abend schon so einen richtigen Gospel geschmettert? Nee, ne? Nee. Sollten wir mal machen. Ja, das steht schließlich auf unserem Banner drauf. Könnt ihr euch mal kurz ein bisschen ducken? Ja. Rock, Pop, Gospel. Deswegen sollte ein Gospel nicht fehlen und da haben wir uns dieses Jahr einen richtigen Celebrate-Klassiker ausgesucht. Und zwar ist der schon 23 Jahre alt. Den haben wir nämlich das erste Mal, hat Celebrate den 2001 gesungen. Wer war noch dabei? Ha? Okay, gut. Da haben wir den schon gesungen und das war wirklich die ganz, ganz, ganz frühe Anfangszeit von Celebrate. Und über diese Jahre, bis heute in den 23 Jahren, hatten wir auch verschiedene Chorleitungen und jede Chorleitung hat auch ihre eigenen Akzente gesetzt. Genau. Die drei Damen, die uns heute so wundervoll dirigieren, Susi, Anna und Freddy, die machen den anspruchsvollen Job jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ja. Und haben uns auch mit vielen neuen Sätzen beglückt. Unter anderem mit Emperor's New Clothes von Panic at the Disco, den wir nach Battlefield singen. Und das ist auch so ein richtig rockiges Stück. Also haben wir auch schon mal Rock. Und die Band heißt Panic at the Disco. Genau. Das ist ja, Disco ist ja eher so Pop. Also machen wir jetzt sozusagen mit den zwei Liedern Rock, Pop, Gospel. Ja. Ja. I'm gonna serve him till I die. I'm on the battlefield.
Steffi, wir haben ja eingangs behauptet, dass wir so furchtbar vielseitig sind. Stimmt ja auch. Ja, neben Rock, Pop und Gospel interessieren wir uns nämlich auch für Filmmusik. In vielen Filmen werden... Julia, machen wir eigentlich gerade dieselbe Moderation nochmal? Ich habe nur wieder meine Karten durcheinander gebracht. Also, wir kommen jetzt leider, leider schon zum letzten Solo-Beitrag. Wobei es Solo-Beitrag in diesem Fall nicht ganz trifft. Es ist eher eine Kleingruppe, die sich da zusammengefunden hat und die sehr gern Bier trinkt und darüber singt. Genau. Angelehnt an die Hobbit-Filmreihe hören wir ein schönes Drinking-Medley von Stefan, Steffen, Simon, Oddi, Martin, Christoph, Max und Jonathan. Viel Spaß! Sie müssen uns verzeihen, bei den Proben haben wir immer ein Bierchen getrunken. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen uns an irgendwas festhalten. Oh, you can search far and wide, you can drink the whole town dry. But you never find a beer so bound. But you never find a beer so bound. But you never find a beer so bound. One real drink in our hometown. You can keep your fancy ales. You can drink them by the flagon. But the only brew for the brave and true comes from the Green Dragon. Hey, hold to the bottle I go. But to heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, but there will be many miles to go. Sweet is the sound of the pooing rain, and the stream that runs from the hill to plain. Better than rain or rippling brook is a mug of beer inside this took. Hey! Knives, bend the forks, smash the bottles and burn the corks, chip the glasses and crack the plates. That's what Bilbo Baggins hates. Cut the claws, bread on the fat, leave the bones on the bed to rat, throw the break on the pantry floor. Smash the wine on every door, dump the corks in the boiling bowl, pound them up with a thumping pole, and when you're finished, if they are whole, send them down the hall to roll. That's what Bilbo Baggins hates. There's an inn, there's an inn, there's a merry old inn beneath the old grey hill. And there they brew a beer so brown, the man in the moon himself came down one night to drink his fill. The oyster has a tipsy cat that plays a five-stick flute. Do, 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 and do, up and down he saws his bone, now squeaking high, now pouring low, now sawing dum dum dum. So the cat on his fiddle played a hey diddle diddle, a jig that will break the dead. He screamed and he sawed and he quickened the tune, but the landlord shook the man in the moon. It's after three, he said. Now prick of the fiddle went diddle dum diddle, the dogs began to roar. The cows and horses stood on their heads, the guests are bounded from their beds and danced up on the floor. The rock would roll behind the hill as the sun raised up her head. She hardly believed her fiery eyes, for it was day to her surprise. They all went back to bed. Thank you.
city to see a marching band. He said, son, when you grow up, won't you be the savior of the road, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons, and all the non-believers, the plans that they have made? Black Parade von My Chemical Romance. Wir kommen jetzt zum letzten Stück. Oh nee, das machen wir nochmal. Wir kommen jetzt zum letzten Stück. Vorher wollen wir uns aber noch bei einigen Menschen bedanken, die dieses Konzert erst möglich gemacht haben. Wir bedanken uns bei der Uni Rostock, in deren Arno-Esch-Hörsaal wir jeden Mittwoch proben dürfen.
Außerdem geht unser Dank an die Stadthalle und Frau Burmeister, mit der wir seit Jahren unsere Konzerte hier in der Stadthalle gemeinsam organisieren dürfen. Ebenfalls recht herzlich bedanken möchten wir uns bei den Jungs von der Technik dort hinten, von Soundforce. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön geht an Karl, der uns in diesem, bei diesem Konzert so toll an den Schlagwerken begleitet hat. Ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und so traurig müssen Sie gar nicht sein, dass das Konzert gleich vorbei ist, weil wir sehen uns hier alle noch. Und zwar auf der Aftershow-Party in der Pumpe. Wer weiß nicht, wo die Pumpe ist? Ja. Och, das muss ich ja dann nur kurz erklären für Sie da hinten. Also, wenn Sie bei der Stadthalle, Sie gehen über den Parkplatz, über die Straße, da ist da so ein kleines gelbes Haus und da sind Sie alle recht herzlich eingeladen, mit uns noch einmal anzustoßen und diesen wunderschönen Abend zu feiern. Genau. Einen Tag haben wir noch vergessen. Den wichtigsten eigentlich. Das stimmt. Ja. Und zwar die, die das hier alles so unermüdlich mit uns geprobt haben, um das hier heute Abend auf die Bühne zu bringen. Anna, Susi und Freddy, ganz, ganz herzlichen Dank. Da muss ich euch jetzt auch noch einmal in die Quere fragen. Dann danke euch für die Moderation, sonst hätten die Leute ja nicht mitgekriegt, was wir hier machen. Also, das ist euer Applaus. Ja, das war doch jetzt so ein richtig schöner Konzertabend. Man könnte sagen, es war ein richtig schöner, glücklicher Konzerttag. Also sozusagen ein Happy Day.
bom, 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 bom. Das war die Kanzel.